Aber heute ist Samstag. Richtig. Wahrscheinlich kann ich nicht vor 10 weg. Du kannst mir vertrauen, Doc. Emmett. Ich kümmere mich nur um deine Zukunft. In vielerlei Hinsicht. Wovon sprechen Sie? Von dir und der Wissenschaft. Na, nicht schon wieder. Wenn Sie mir noch einmal unterstellen, ein Wissenschaftler zu sein, verklage ich Sie wegen Rufmords. Er will wirklich nicht auf den Raketenbauer anspielen, ne? Das ist echt schlimm. Wie kann man... Nein, ich frage am besten mal Emmett. Direkt. Ob es vielleicht irgendeine Möglichkeit gibt. Halt. Nicht jetzt, glaube ich nicht. Komm. Dum, 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 dum. Psst, Doc! Marty, wie läuft der Fluchtplan? Nun, ich habe Ihr jüngeres Ich getroffen. Toll! Und ich muss sagen, Sie sind irgendwie verklemmt. Was? Sie wollten nicht mal mit mir reden. Das kann ich kaum glauben. Erzähl mir, was passiert ist. Ich wollte ihn nach Ihrem Raketenbohrer fragen, aber er sagt, er sei kein Wissenschaftler. Was? Warum? Oh, Vater. Was hat er damit zu tun? 1931 habe ich mich noch davor gefürchtet, dass mein Vater die Wahrheit über meine wissenschaftlichen Vorlieben herausfinden könnte. Also forschte ich im Verborgenen, zu ungewohnten Zeiten und abseits seiner neugierigen Augen. Wie nervig. Ja, das nervte ziemlich. Glücklicherweise konnte ich mich gegen ihn behaupten. Aber jetzt gerade denkt mein jüngeres Ich wahrscheinlich, mein Vater hätte dich geschickt, um mich zu kontrollieren. Warum murmelt Ihr jüngeres Ich die ganze Zeit vor sich hin? Murmeln? Warum sollte ich vor mich hin murmeln? Das mache ich nie, außer... Die Hill Valley Expo! Die Expo? Ja, die Expo! Wie konnte ich das vergessen? In ein paar Monaten wird mein jüngeres Ich etwas auf der Hill Valley Expo vorstellen. Mein erster öffentlicher Ausflug in die Welt der Wissenschaft. Alle aus der Stadt werden dort sein, inklusive einiger bekannter Wissenschaftler, die meine Karriere ge... Und? War sie ein großer Erfolg? Nein, es war ein elender Misserfolg. Aber ein spektakulär elender Misserfolg, der meinen Übergang vom Amateur-Garagenwissenschaftler zum professionellen Wahrheitssucher markierte. Okay. Man soll ja immer aus Niederschlägen lernen. Was hat die Expo damit zu tun, dass sie vor sich hingemurmelt haben? Als ich jünger war, habe ich an komplizierten mathematischen Rätseln gearbeitet, um Stress abzubauen. Ohne Zweifel arbeitet mein jüngeres Ich an irgendeinem unmöglichen Problem in dem Versuch, dabei in den Wochen vor der Expo etwas Dampf aus dem Gehirn abzulassen. Was habe ich gemurmelt? Ich weiß nicht. H durch irgendwas mit einem Kehrwert von etwas anderem. Ich bin nicht so gut mit Gleichungen. Das ist schade. Ich wette, wenn wir das Problem meines jüngeren Ichs lösen könnten, wäre er eher geneigt, dir zuzuhören. Ich verstehe immer noch nicht, was Ihr jüngeres Ich vor sich hin murmelt. Ach, wenn ich ihn nur selbst hören könnte. Da fällt mir was ein. Halt, nicht so. Wenn ich ihn nur selbst hören könnte... Okay. Das würde heißen, dass wir vielleicht mal den Kassettenrekorder hinter ihm herhalten und dann können wir vielleicht gucken, was es ist. Wenn dem Kehrwert von A gleich dem Erwartungswert von A sein, aber nur wenn der Reibung... So, da... Denk nach, Emmett. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Okay. Ich wurde adapt. Aber vielleicht kann jetzt das ältere Ich seinem jüngeren Ich helfen. Das wäre natürlich richtig gut. Also Doc, geht Ihnen hierbei ein Licht auf? Ach, denkt nach, Emmett. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Großer Gott, bin das... Ich? Ich klinge so? Ich wollte erpicht sagen. Ich habe ganz vergessen, wie sehr ich mich in etwas hinein...
Ja, was murmeln Sie da vor sich hin? Oh, das ist simpel. Das ist das Ivanov-Problem. Sag meinem jüngeren Ich einfach, dass H. der Hamilton-Operator ist. Würde die Zeit gerade nicht gestört, wenn er die Antwort weiß? Nur wenn sich herausstellt, dass die Realität eigentlich nur eine holographische Illusion ist, die durch das Zusammenspiel subatomarer Partikel auf einer riesigen zweidimensionalen Membran hervorgerufen wird. Also... Es wird schon gut gehen. Ist nicht ohne gute Erklärung gewesen von ihm? Aber vielleicht ist das genau das, was wir brauchen. Dass wir ihn jetzt einfach schnell sagen können. Sehen? Hallo? Da. Na komm. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Vielleicht ist H. der Hamilton-Operator. Was haben Sie gerade gesagt? Ich sagte, vielleicht ist H. der... Hamilton-Operator? Ja. Oh Gott, wenn H. der Hamilton-Operator ist, dann kann H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von H nur dasselbe sein wie der Erwartungswert von A. Haha, das ist es! Das ist die Lösung zu Ivanovs Rätsel! Das Problem, über das ich mir schon die ganze Woche den Kopf zermartere! Ja, du hättest es in ein paar Tagen selbst herausgefunden. So wie du herausgefunden hast, wie man einen Raketenbohrer baut. Woher wissen Sie so viel über Wissenschaft? Nun ja, es ist so. Halt, Sie wissen von meinem Raketenbohrer? Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Was? Sie sind vom Patentamt. Ich muss zugeben, dass ich nicht wusste, was mich erwartet, als ich die Papiere eingeschickt habe. Willkommen, stets zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Fahren wir mit der Tür ins Haus? Kann ich deinen Raketenbohrer sehen? Natürlich, natürlich. Es ist noch ein Prototyp. Beinahe voll funktionsfähig. Ich kann ihn Ihnen zeigen, gleich morgen früh vielleicht. Nein, das reicht nicht. Ich brauche ein Modell in Originalgröße. Das voll funktionsfähig ist. Heute Nacht. Ansonsten müssen wir das Patent an einen Konkurrenten vergeben. Dr. McCoy. Das geht nicht. Ich meine, es wäre vielleicht möglich, in dem Zeitraum ein funktionsfähiges Modell in Originalgröße zu bauen. Aber mir fehlt der Hauptbestandteil... Den besorge ich dir. Was ist es? 95%iger Alkohol. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer der heutzutage zu bekommen ist. Vor allem jetzt, nachdem jemand seine illegale Bar gesprengt hat. Außerdem besteht keine Möglichkeit, dass ich Feierabend mache, bevor ich diese Vorladung zugestellt habe. Sie ist Bestandteil der Ermittlungen über die Geschäfte von Kit Tennen. Ist es so wichtig, dass Sie den Bohrer heute sehen? Ja, ist es so wichtig, dass du die Vorladung heute zustellst? Ja! Hör zu, ich helfe dir, sie zuzustellen und werde dir auch den Alkohol besorgen. Wenn du dann den Bohrer heute noch fertigstellst. Abgemacht? Abgemacht. Hier die Vorladung. Die Vorladung ist für meinen Großvater? Es ist Kit Tennen! Hey, der hat eben Arthur McFly in der Suppenküche angeschrien. Kein Wunder, Arthur macht die Buchhaltung für seine Geschäfte. Was für Geschäfte? Das versucht der Staatsanwalt rauszufinden. Lass uns mit ihm reden. Nein! Warum nicht? Kit Tennen kann uns sagen, wo sich Arthur versteckt. Ah, dann können wir auch gleich unser Testament machen. Naja, versuchen wir es mal. Mal gucken, was er zu sagen hat. Was ist mit Kit Tennen? Was wissen wir über ihn? Er ist laut, widerwärtig und nicht sehr schlau. Und er hasst es, wenn man ihm in die Quere kommt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Tennen. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber... Hättest du keinen Raketenbohrer entwerfen können, der keinen Treibstoff benötigt, der illegal ist? Illegal? Was hat das Gesetz mit Wissenschaft zu tun? Wissenschaftler, die... Das ist eine gute Frage. Gerade Sie sollten das wissen. Aber könntest du den Motor nicht so optimieren, dass er mit etwas anderem läuft? Womit denn? Weiß nicht. Benzin? Benzin? Schnell von gestern. Sie werden sehen, ab 1940 werden Autos mit purem Alkohol betrieben. Ja, das sieht man. Einige von meinen Patentamtkollegen fragen sich, was dich auf einen Raketenbohrer gebracht hat. Das war das Buch Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Es war wie eine Offenbarung.
Ja, das haben wir uns auch gedacht. Hört sich ja nicht schlecht an. Den Rest lassen wir lieber. Nicht, dass was passiert. Oder mein Name ist nicht? Michael Corleone! Ja. So, weiter geht's. Ich bin noch kurz mit Edna. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. Okay. Die Sensation? Ich habe Gerüchte gehört, dass etwas Seltsames in der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit vorgeht. Es gibt eine neue Geschäftsführung und... Oh, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor wir nicht die Fakten kennen. Ich bete, dass es nur ein Gerücht ist. Diese Suppenküche ist die Speerspitze im Kampf für die gute Sache. Was wird aus dem Finger vom Fuselverband ohne sie? Ganz zu schweigen von all den Suppenlieferungen. Irgendwie ist der Ton hier mal ein bisschen abgeschnitten. Komisch. Sie liefern Suppe aus? Das ist einer meiner vielen kleinen Beiträge für die gute Sache. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, hoffe ich. Ich hole Behälter mit heißer Suppe in der Küche ab und liefere sie überall hin. Zum Hill Valley Waisenhaus, die Ranch des heiligen Franz Xaver für ungewollte Kinder, das Foggy Mountain Heim für unheilbar Irre, das Shady Acres Altersheim. Ich kann mich kaum an alle erinnern. Ich kann Ihnen mit der Suppe helfen. Ich arbeite viel für Wohltätigkeitsorganisationen. Oh, welche? Die, Super Mario Brüder. Ach ja, die Italiener tun so viel Gutes. Das war... Wenn Sie es arrangieren könnten, dass ich die Suppenbehälter abholen kann? Immer ruhig mit den jungen Pferden. Wir wollen nichts überstürzen. Ich leite den Suppenfahrdienst in dieser Stadt und ich überlasse es nicht einfach einem Neuling. Aber wenn Sie gute Kontakte zu den wohltätigen Einrichtungen haben... Ja? Sie können mir Bescheid geben, wenn Ihnen die Suppe ausgeht. Okay. Was ist der Finger vom Fuselverband? Sie haben doch nicht vom FVFV gehört? Er leistet wundervolle Arbeit. Nein, habe ich nicht. Doch werden aus hoffnungslosen betrunkenen Landstreichern ehemalige hoffnungslose betrunkene Landstreicher gemacht. Ich bin ein Gründungsmitglied, aber das heißt nicht, dass ich... Bisher trafen wir uns immer im Keller der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Aber aus irgendeinem Grund lassen uns die neuen Betreiber nicht mehr dorthin. Jetzt haben wir keinen Treffpunkt. Das ist sehr mysteriös. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Sie können sich im Park treffen. Nein, das wäre nicht so gut. Da schlafen viele der Mitglieder. Tut mir leid, was da hinten mit Einstein passiert ist. Keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist. Ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenken kann. Ja, ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenkt. Sehr gut. Jetzt zeig mal, was du mit der Rechentafel kannst. Ich zieh Leine. Dann fragen wir mal Biff Tannen, was er so sagen kann. Wo denn? Nochmal, Matches, du hast meine Socken mit Kiwi beschmiert. Sorry, Boss. Raus hier. Was willst du? Bitte? Ich sitze zum Schuheputzen hier und du kommst zu mir. Entweder willst du meine Schuhe putzen oder du willst sterben. Welches von beidem? Ich glaube, dann mache ich immer wieder Schuheputzen. Edna's Strickland denkt, dass es in ihrer Suppenküche nicht mit rechten Dingen zugeht. Die Alte geht mir auf die Nerven, aber schöne Beine hat sie. Okay. Hey, ich vertrete die, Vereinten Stiftungen von Hill Valley. Können Sie mir nicht die Berechtigung geben, Suppe aus Ihrer Einrichtung an sehr bedürftige...
Ah, die Strickland hat das Wohltätigkeitsgeschäft ziemlich im Griff. Es gäbe keinen Grund, ihr Konkurrent.